So. Nichts passiert. Dann rücken wir mal weiter vor. Sportsfreunde. Ich sage ja immer vorwärts nimmer, vorwärts immer, rückwärts nimmer oder so, keine Ahnung. Ich frage mich ja gerade, was der Alien da oben eigentlich macht. Bewundert er jetzt nur die Aussicht oder will der mal von schießen oder so? Irgendwas muss er da oben noch machen. Oder schläft er oder so? Mittagsschläfchen, Abendschläfchen oder wird er gerade zum Werwolf? Das könnte ja auch sein. So, auf jeden Fall sollten wir mal weiter nach oben. So. Aha, da oben ist was explodiert. Was hat der Lümmel da nur gemacht? Was hat er nur gemacht? Das interessiert mich jetzt. Ach, der Junge hat Selbstmord begangen. Also, so schrecklich sehen wir jetzt doch auch nicht aus, dass er Selbstmord begehen muss. Naja. Der hat wahrscheinlich die Busen-Mary gesehen, deswegen ist er so ausgeflippt. So, die zwei schicke ich mal hoch, so als Aussichtsdinger. Dass die ja wegen Marsch. Vielleicht entdecken sie ja was von da oben. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Sicher ist sicher. Und so weiter und so fort. Kackelakack, babbelabab. So, dann erkundet mal weiter. Auf jeden Fall müssen wir mal langsam Richtung UFO. Und das machen wir jetzt auch. In der nächsten Runde stürmen wir das UFO. Stürmen das UFO, oh yeah, this is so clear, I do it for fear, la 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 la. So, dann können wir ja mal ins UFO rein. Oh, es hat unser Abfang hier ja ganz schön ausgeräuchert. Da kann man nichts sagen, da hat unser Abfangjäger top Arbeit geleistet. So muss es sein. So macht man UFO platt. Schicken wir den Panzer darunter. Fuck.
tapferer Panzer, fahr hinab in die Tiefe. Suche die bösen Aliens und vernichte sie, bitte. So, Leuchtkörper kann man wieder aufheben. Und die leuchten um einen herum. Sehr interessant, das habe ich noch nicht gewusst. So, genießen wir mal die Aussicht von da oben, aber wir sehen nichts. Da auf dem anderen Dach ist auch kein Alien. Na, ich frage mich, wo sind die Lümmel? Weil das Raumschiff sieht auch ziemlich leer aus. Aber es könnte täuschen, wegen dem Rauch. Die können da irgendwo rumstehen in den Rauch und wir sehen sie halt nicht. Bei so verrauchten Gebieten muss man echt aufpassen. Und da ist schon Feuergefecht. So, den Gap mach's dreckig. Jawoll. War's das? Ja. Getötete Außerirdische 2, Leichen 1, lebende Außerirdische geborgen 1, jawoll. Außerirdische Artefakt 8, Ufernavigation 2 und noch etwas. So, Forschung abgeschlossen. Außerirdische Legierung. Außerirdische Raumschiffe werden aus Speziallegierung hergestellt, die einzigartige Eigenschaften besitzen. Sie sind besonders leicht und dauerhaft und können mit elektromagnetischen Methoden geformt werden. Dieses Material kann reproduziert und in vielfältigen Herstellungsprozessen verwendet werden. Sehr schön. Neue Forschung, persönliche Rüstung. Ja, darauf habe ich gewartet. Die erste Rüstung für unsere Soldaten. Dann sind die Überlebenschancen ein bisschen höher, aber nur ein bisschen. Meistens sterben sie trotzdem beim ersten Schuss. So. Und danach erforschen wir den lebenden Außerirdischen. Fangen wir mal ab, das Raumschiff. UFO verloren. Toll. Forschung abgeschlossen. Rüstung. Yay, persönliche Rüstung. Rüstung vorn, Rüstung links, rechts, hinten, gerüstet. Besser als keine Rüstung, oder? Sektoid-Ingenieur. Dann verhören wir den mal. Mit 65 Wissenschaftlern. So, jetzt können wir die persönliche Rüstung herstellen. 22.000 Cash und... Ja. Und noch irgendwas. Ja, mach doch. Ja. Wie viel machen wir mal? 10. 8 Soldaten haben wir immer dabei. Dann machen wir mal 10. Oder haben wir mehr Soldaten dabei? Ach, keine Ahnung. Machen wir auf jeden Fall erstmal 8. So, vom Plasma-Gewehr Ladestaffen ziehen wir ab. Was ab vom Blazer-Gewehr? So. Und erstmal volle Produktion in die persönliche Rüstung. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Produktion von Hauptlager abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Entführer ist ein Raumschiff der Aliens. Dieses Raumschiff ist mit einem Forschungsraum für die Ausführung grässlicher Experimente an Menschen ausgerüstet. Dabei wird das Opfer mit Hilfe telepathischer Kräfte gelähmt. Bleibt jedoch während der Operation bei vollem Bewusstsein. Yeah. Sehr sozial, dass man sich seine Folterung und seine Operation noch live anschauen darf. Ja, sehr sozial, diese Aliens. 16 Meter lang ist das Raumschiff, hat 2 Stockwerke. Der Entführer.
Der Entführer. Okay. Der Sektoid. Die Hierarchie der Sektoiden reicht von Soldaten bis zu Anführern mit starken psionischen Kräften. Diese Kräfte können eingesetzt werden, um Soldaten im Kampf zu demoralisieren oder sogar ihre Gedanken zu kontrollieren. Sektoiden entführen gern Menschen und verstümmeln Rinder. Die Entführung dient der Gewinnung genetischen Materials, aus dem sie Hybridzüchtungen und Klonen entwickeln und sie in die menschliche Gesellschaft einschleusen. Dieses Volk scheint überlebende genetische Mischformen entwickelt zu haben, um die Effektivität seiner bienenstockartigen Gesellschaft zu erhöhen. Nach Hause telefonieren. Außerirdische Ursprünge können wir jetzt erforschen. Was erforschen wir zuerst? Ich weiß es gar nicht mehr. Was haben wir als nächstes geforscht? Ah ja, genau. Plasmageschütz für unser Abfangjäger. Oder? Ja. Und danach erforschen wir mal die UFO-Energiequelle und die UFO-Navigation, dass wir neue Raumschiffe bauen können. Weil die großen UFOs, die sind doch echt ein Problem für unsere kleinen Abfangjäger. Ja, das seht ihr. Unser Raumschiff ist zerstört worden, deswegen brauchen wir dringend neue Raumschiffe. Bessere. Und da fliegt uns wieder davon. Minutes. Oh, Plasmagewehr-Ladestreifen wurden alle gebaut. Quartiere sind fertig, jetzt können wir neue Futzes anheuern. So, können wir in den Schrottverkauf? Plasmapistolen brauchen wir keine, doch eine zum Erforschen. Falls wir irgendwann keine Forschung mehr haben, was wir erforschen können. Es gibt, glaube ich, Punkte, wenn man Sachen erforscht im Endbericht, im Monatsbericht. So, die Gedankensonde, verkaufen wir mal welche. Es gibt 628.000 schon mal Cash. Kleine Abschussrampe, verkaufen wir auch mal eine. Aber davon finden wir noch mehr als genug. Acergewehre verkaufen wir ein paar. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Kaufen wir Quotieren. So, dann kaufen wir noch einen Abfangjäger, der zerstört wurde. Ingenieure, Wissenschaftler. So, jetzt sind wir schon ziemlich pleite. Groß. Na, versuchen wir es mal. UFO verloren. Wer hätte es gedacht? So, Wissenschaftler und Ingenieure sind bereit. Ich brauche Geld, um die persönlichen Rüstung herzustellen. Da hatte ich vorhin nicht dran gedacht. Muss ich mal noch kurz irgendwas verkaufen, dass ich die persönlichen Rüstungen weiter produzieren kann? So. Abfangjäger ist angekommen. Für den haben wir aber keine Waffen. Da warte ich jetzt, bis das Plasmageschütz fertig erforscht ist. Dann baue ich eins und dann rüsten wir den ab damit aus. Und dann kaufen wir noch einen Avalanche-Raketenwerfer dazu. Wegen der hohen Reichweite. Patrouillieren. Klein. UFO klein. Das können wir abfangen. Oh, ist gelandet. Das habe ich auch gar nicht so mitbekommen. Und jetzt sehe ich, ach, das ist doch eine Alien Base. Da war ich jetzt gerade ein wenig verwirrt. Die haben wir doch vernichtet. Die Alien Base. Hä?
Die Alien Base ist da. Wieso? Wieso ist die da? Die haben wir doch vernichtet. Hä? Oh, haben wir vielleicht einen alten Spielstand geladen, statt zu speichern? Oh, oh, oh. Naja, das war jetzt. Naja. So, verteilen wir erstmal die Rüstung und dann gehen wir die Alien Base nochmal an. Ich kann jetzt mit dem Kopf echt auf die Tastatur schlagen. Echt, ohne Schmarrn. So, jetzt nehme ich mal Plasmagewehre mehr mit und weniger Lasergewehre. Wir können es uns ja jetzt leisten. Haben ja genug Plasmagewehre. Leuchtkörper. Ha. Jetzt haben wir den Raketenwerfer immer noch dabei. Ach, den können wir doch echt mal verkaufen. So. Jetzt machen wir die Alien Base nochmal. Ich hoffe, dass wir es wieder einigermaßen hinbekommen, so wie beim ersten Mal. Naja, viel speichern und laden, dann klappt es bestimmt. So, da sieht man schon unsere geile Rüstung. So ein Betäubungsstab, man weiß ja nie. Und ein Medkit einfach so, auch wenn wir es nie brauchen werden. Hauptsache man hat eins dabei. Viktor Antoninov. Antijanov, sorry. Antijanov. Das müsste eigentlich so passen, oder? Ja. Ja, das passt, das passt. Ah, okay, noch ein Leuchtkörper, das ist natürlich gut. So. Alien Base 1, dritter Versuch. Ich hoffe, dass wir dann nachher nicht wieder einen Spielstand laden, falls wir das schaffen. Oh, da unten ist wieder Disco, sehr schön. Immerhin ballert noch kein Alien auf uns, das ist schon mal nett. Oh, da sehen wir schon einen. Oh, geil, nicht getroffen. Ah, jetzt. So, erste ist schon mal weg. Aber das Eck ist irgendwie blöd. Da haben wir vier Eingänge, wo Gegner kommen können. Vier Eingänge. Das ist ein blöd hier. Und ich glaube, da muss wieder das Hauptquartier sein. Machen wir ein Licht. Aber mehr als eine Leiche bekommen wir nicht zu sehen. So, da noch ein Licht mach. So, das zweite Team schickt man mal runter.
So, schick nochmal auf die dicke Bärte dazu. Daniel Corsier. Ey, Daniele. Das ist ein Weib. Das Quoten-Weib. Na komm, komm, runter, nicht so schüchtern. So. Und wie es weitergeht, seht ihr bald bei XCOM. Failen in der Base der Aliens. Naja. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und tschüss.